Ich mache jetzt einfach Dauerfeuer mit den Trieböcken. Have fun. Wenn mir einfach noch der eine Mensch steht. Der ist boss-like. Guck mal, wo ich mein Kloster hinbaue. Einfach da mitten rein. Wo? Ach da! Ja. Ah ja, der Glaube zuerst. Genau, immer der Glaube zuerst. Bei mir gibt's auch gleich Essen. Ich kann eh AFK gehen, mir wird nichts passieren. Ja, das kannst du machen. Und dann beenden wir kurz hier alles. Na gut, hier kurz beenden ist schlecht. Dann müssen wir nämlich abspeichern. Na. Ich meine damit, dass wir einfach kurz cutten. Na gut, das können wir machen. Das heißt, dass wir einfach dann nur noch defensiv spielen, mehr nicht. Und Truppen weiter ausbilden. Mehr passiert bei mir gerade nämlich nicht. Alter, jetzt mal ganz ehrlich, ein Elite-Samurai ist bei mir innerhalb von 3 Sekunden ausgebildet. Läuft. Versuch meine Kanonentürme damit wegzumachen. Mit ganz normalen Angreifern, ne? Schon dumm. Vor allem, wenn sie hinter der Mauer stehen. So, bei dir hier noch links an der Festung bei deiner Burg baue ich auch noch mal ein paar hin. Kanonentürme. Damit, wenn sie wirklich durchkommen würden, da aufgehalten werden. Aber was soll ich stark bezweifeln. Toll, einer meiner Trieböcke kann eigentlich bis ins feindliche Tor schießen. Mach's kaputt. Mach ich. Der andere aber leider nicht, den stelle ich da jetzt aber auch hin. Wie viel Gold hast du? 7000. Alles klar, das reicht. Boah, ich geh mal ein bisschen was verkaufen. Das Schöne ist ja, dass die Trieböcke die Katapulte one-hitten können. Leider sind auch die Trieböcke nicht besonders stabil. Die stehen noch hinter der Mauer, oder? Ja, aber trotzdem. Seine Katapult hat mein Triebock gerade zweimal erwischt, mein Triebock ist fast kaputt. Lol. Scheiße, wir brauchen mehr Kanonentürme. HD Edition. Holzfäller. Sammeln. Wir werden Niklas letzten Wunsch erfüllen und das Holz auf seiner Heimatinsel abbauen. Komplett? Komplett.
Naja, das dauert schon noch ein bisschen. Nur ist immer dieses scheiß Relikt da. Ich soll... Dann hol ich es mir jetzt halt hier. So, die sind hier fertig mit Hacken. Dann werdet ihr jetzt auch Holz fällen. Die versuchen mit einem Elite-Samurai eine Mauer einzureißen. Man guckt das mal an. Die laufen vor, bam, Kreuzfeuer, Digga. In die Fresse. Guck mal, da links kommt eine Armee, gell? Bam, in die Fresse. In die Fresse. Oh shit, ein Kanonenturm brennt. Achso, der ist vor der Mauer. Ja dann. Ich kann deinen Tribok reparieren. Ach stimmt, Bauarbeiter konnten die reparieren. Genau. Weißt du, was das einzige Problem ist? Hm? Du hast das Tor zugestellt. Wieso habe ich das Tor zugestellt? Weil deine Tribok genau vorm Tor stehen. Nein, hier unten ist das Tor. Wo? Achso, du kannst ja nicht pingen oder so, stimmt ja. Aber anstatt es diesmal von unten versuchen, nö, oben. So, habe ich jetzt... Ja, ich habe jetzt schon mal eine komplette, ein komplettes Bataillon an Samurai. Ich bin dann erstmal essen. Jo. Bis später. Jo. So, Freunde, willkommen zurück. Der Cut tut mir leid, der war hart, ja. Aber Niklas musste halt einfach essen gehen. Jo. Ein bisschen was hat sich verändert. Die Feinde sind an unserer Mauer mittlerweile durchgebrochen. Ich sollte meine Triebwerke hier jetzt wegbringen. Sag mal, hast du gerade wirklich eine Truppeneinheitsphase von 500? Ich habe gerade 415. Alles klar. Vor allem, ich habe halt alles. Kriegsgalion, Galion. So, jetzt baut ihr bitte wieder das Tor hin. Scheiße, nicht mehr genug Stein oder was? Baut halt so dahin. Warum hast du deinen Marktplatz weggemacht? Ich habe den woanders hingestellt. Weil, ich was festgestellt habe. Und zwar? Bringt uns kein Gold ein. Die sind zu nah beieinander gewesen. Also umso nah beieinander und da hat uns kein Gold eingebracht. Also umso weiter sie entfernt sind, umso mehr Gold bringen sie. Ja, weil die Marktkarren dann länger unterwegs sind. Das bedeutet, du könntest deinen Marktplatz bei deiner Insel irgendwie ganz ans Ende packen. Wäre allerdings nicht wirklich sicher. Mhm. Weil deine Insel, da streuen dann irgendwie die Feinde rum. Ja, so ein bisschen, ne? Weil die nicht mal wirklich hier die ganzen Sachen weggemacht haben. Meine ganzen Holzfäller habe ich jetzt auch auf die Felder geschickt, also ich habe jetzt eine riesige Feldanlage. Super.
Die Armee. Sind dann jetzt Samurai, schwere Armbrustschützen, Helebardiere, Plänkler, berittene Bogenschützen, Mönche, die Trieböcke und meine Schiffe. Auch wenn ich gestehen muss, ich bin mit den Kriegsgalionen mal ein bisschen vorgegangen und hab mal was getestet. Alter, die Kriegsgalionen zerlegen eine Festung. Ja, 0, nichts. Wie meinst du eine Festung? Halt eine Burg. Ah. Konnte man Schiffe eigentlich irgendwie reparieren? Ja, die muss ans Ufer steuern und dann da dingsen. Weil meine Kriegsgalionen sind gerade ziemlich am Arsch. Halt ans Ufer und dann da ein Bauern hin. Jo. Aber laut Technikbaum sollte ich auch Kriegsgalionen haben. Ja, die musst du in der Werft erforschen, sobald du deine Galeeren komplett ausgebaut hast. Aber Achtung, die kosten 150 Gold und 160 Holz. Warte, in welcher Werft? Im Hafen. Hafen, ja. Ja, da habe ich die schon komplett fertig. Ja, und dann gehst du unten auf den Pfeil zu weitere Hafenobjekte. Lol, was ich noch alles hab. Erstmal alles bauen. Also ich habe jetzt 30 Galeonen und 30 Kriegsgalionen Elite. Meine Truppen stecken in deinen Truppen fest. Ich weiß, ich blockiere den kompletten Fluss. Mal guck dir doch mal die Karte an. So rot, dann wieder blau und dann wieder rot. Was ich jetzt aber mit den Galeonen machen werde, ich schicke die jetzt mal auf Patrouillen, obwohl die können beim Fahren ja nicht schießen. Hm? Oh, die versuchen jetzt hier durchs andere durchzukommen. Oh Scheiße, die kommen durch. Okay, doch nicht. Never mind. Kannst du deine kannst du mal einen Bauarbeiter meine Trieböcke rebellieren lassen? Jo. Ich hab da extra einen. Der kommt dann jetzt Alter, durch. Ich muss jetzt richtig aufpassen mit den Feldern. Warum? Ah ja, guck mal, wie viele Felder ich jetzt hab. Alles klar, Gartenwirtschaft incoming. So, wo habe ich hier jetzt ein Feld abgeerntet? Da. Da.
Tja, vergessen, bei Steam offline zu stellen. Hm. Wer, du? Ja, ich. Tristan hat mich gerade angeschrieben. Fragt so, wie heißt denn euer Let's Play-Kanal? Weißt du, wir sind gerade so in der Aufnahme. Ja, wie heißt denn euer Let's Play-Kanal? Ja, keine Ahnung. Weiß ich gerade nicht. Ist echt so, weiß ich auch nicht. Bester YouTuber der Welt, weiß nicht, wie sein eigener Kanal heißt. Du hast echt eine 3-Länder-Wirtschaft, gell? Du hast mein ganzes Ding da besiedelt, Mann. Alles klar, entfernen. Das Geile ist ja, es wäre schön, wenn's wenn ich drei Felder Wirtschaft hätte. Aber nein, jedes Feld fasst ja nur 150 Nahrung bei mir. Hä? Wieso nur 150? Hä, auf einmal 300. Wir haben normal 450. Lol. Ich dachte, dafür muss man erstmal 3 Felder Wirtschaft entwickeln. Muss man auch, du Knecht. Aber ich habe gar keine 3 Felder Wirtschaft. Entwickelt es doch mal. Nein, ich kann die auch nicht entwickeln, oder? So. Aber kannst du es entwickeln? Feld, Mühle. Nee, bei schwerer Pflug war es für mich vorbei. 3 Felder Wirtschaft kann ich nicht erforschen. Hm. Ist deine Armee eigentlich auch fertig? Nein, noch lange nicht. Da fehlen noch ein paar Brander und so. Wollen wir dann jetzt erst mit den Schiffen vor? Und ja, ich natürlich, Furt sichern. Dann mit den Truppen nachrücken. Meine Kriegsgalionen können schon mal die Burg unter Beschuss nehmen. Ich werde auch mal ganz fix die Könige aufdecken. Schade, die Burg, wo der König beim Hellenblauen drin ist, ist außerhalb meiner Reichweite für die Galeonen. Mhm. Aber die Burg davor kann ich schön wegputzen. Wie sie hier durchkommen wollen, aber meine Galeonen einfach alles abknallen. Mhm. Und wenn sie mal durchkommen... Oh scheiße, da ist ein Tribok, ja, auf der anderen Seite. In der Mauer gebaut. GG. So, mein Kriegsgalion geht's jetzt wieder gut. Jetzt muss man sehr spät im Überlegen, ob ich jetzt gleich den hellblauen platt mache. Ja, lass uns den doch platt machen. Ja, gut. Obwohl, war es noch 10 Schiffe. Na gut. Ich mach's dann wirklich so, ich schicke einfach meine Galeonen an die Furt. Hm, da kommt eine Galeone an gegen 30. Hm, 1, 2, 3, putz in die Fresse. Ah, Gelb versucht gerade die Insel zu erobern. Aber wie? Oha. Ich... Mein Dorfzentrum ist zugebaut und deins. Was hast du was? Ich habe ein Dorfzentrum zugebaut, aber richtig. Das Geile ist ja, das Einheitenlimit von 500 habe ich ja freigeschaltet schon, aber ich habe halt das Problem, dass das Gold nicht mehr reinkommt, um weitere Truppen auszuheben. Ich habe 3000 Gold.
Oh, die versuchen jetzt hier hier vorne die Front einzugreifen. Wie gesagt, sie versuchen es. Wenn nicht wissen, wie viele Tote die am Ende haben. Hör, einer hat verloren, 20 Millionen. Boah, das wär's, Alter. Das könnte ich mir sogar bei Hellblau so richtig vorstellen, irgendwie. Ja, wenn du alles einrechnet, vor allem, die bekämpfen sich ja auch untereinander. Hm. Oh, der Grüne kommt. Voll geil, der Hellblaue schießt gerade mit dem Tribok auf den Grünen. Deine Schiffe blockieren hier alles, gell? Die stehen da wirklich schräg drin. Sind deine Schiffe fertig? Ich will noch kurz hier die Häuser hier hinten fertig bauen. Das Geile ist, weißt du, wie viel Nahrung ich jetzt habe? Ha? 62.000. Guck mal, warte mal. Abbrechen. Wie viel hast du? 62.000. Ja, guck nochmal. 76.000. Warum schickst du mir Tribut? Das keine ist Ahnung. Wirklich, diese Triböcke sind so blöde Scheißgegner. Oh ja. Hier noch 30.000. Ja, komm, wir greifen jetzt an. Warte, ich muss meine Truppen noch sammeln. Meine Truppen sind noch nicht fertig. Ja, die Galion. Oh. Kann ich die Galion schon mal an die Furt schicken? Ja. Wie das aussieht. Ey, schick mal die Schiffe ein bisschen weiter nach hinten. Ich will auch noch durch. Na gut. Ja. So, die Burg kann schon mal weggeputzt werden. Die steht noch im Weg und der König ist da eh nicht drin. Lass mal alle aufs Tor schießen von dir. Ich geh mal an die andere Furche, ne? Ey, du blockierst schon wieder, Mann. Hör mal auf, so viele Schiffe zu haben. Ah, guck mal. Da ist noch eine Burg. So, dann schicke ich mal meine Truppen vor. Oh, shit.
Hier sind zwei Burgen übereinander. Oh shit, die zerfetzt. Lass dich meine Kriegsgalionen machen. Ja, ja, ich zieh nach hinten. Oscar, warte. Immer noch keine Kriegsgalionen. Also was könnte ich jetzt entwickeln, Chichi? Ja, bewegt euch hier! Ich finde scheiße, dass man nicht rauszoomen kann, so weißt. Ich finde scheiße, dass die Wegfindung von der KI teilweise scharf für den Arsch ist. Hm. Ja, das ist falsch, ihr Idioten. Ja, das die Burg ist hinüber. Nächste Burg. Oh, noch ein Hafen. So, soll ich meine Truppen angreifen lassen? Jo, mach mal. Ich meine aber direkt auf seine Base, ne? Alle. Ich muss meine Truppen echt erstmal sammeln. Weil die sind so doof, um hier irgendwas geschissen zu bekommen. Mhm. Ich habe gerade 8 FPS kurz gehabt. Lol. Nicht genug Gold. Ey, hast du noch Gold? Noch 4000. Ja, schick mal ein bisschen. Obwohl, warte. Ich lasse jetzt einfach da drüben an der Insel abfahren. Da. Trotzdem brauchen die eigentlich übelst lange für... Dafür, Alter, ne? Guck dir mal das an, was bei der Burg jetzt abgeht. Ja. Guck mal, meine kommen auch noch dazu. So, hellblau ist besiegt. Ja, egal. Lass es noch ein bisschen totträumen. Ja, ich schalte jetzt alle meine Einheiten auf aggressiv, also. Es ist schon interessant, wie bei einem so alten Spiel die Performance dermaßen abkacken kann. Mhm. Ich scoute mal mit meinen Galionen ein bisschen. Jojo, mach das.
Der Blau hat aber auch eine große Insel. Ja. Wollen wir neu einsehen? In Spam. Ich werde jetzt erstmal meine Truppen von den Menschen durchheilen lassen. So, die Samurai sind geheilt. Ich habe 40 Einheiten verloren gerade eben. Lel. So viele. Ja. Okay. Ah, ich schick mal meine Truppen vor, okay? Oder willst du wieder einen Spaß haben? Den grauen kannst du nehmen.